Ein Großunternehmen auf Rädern. Stammsitz München. Standorte wechselnd. Und das seit 100 Jahren. Zirkus Krone auf Geburtstagstournee. Im Mittelpunkt stehen wilde Tiere. Auch wenn keines mehr aus der Wildnis stammt. 100 Jahre Zirkus Krone. Das sind 100 Jahre deutscher Geschichte. Vom Kaiserreich bis zum vereinten Europa. Deutschland im Jahre 1886. Es gibt ein merkwürdiges Spektakel zu sehen. Ein gewaltiges Rüsseltier, mehr schlecht als recht unter einem Tarnzelt verborgen. Geführt von einem jungen Mann namens Karl Krone. Die Verkleidung, so Karls Kalkül, soll die Zuschauer neugierig machen. Was gibt es zu sehen, wenn alle Hüllen fallen? Karl Krone ist ein Meister im Umgang mit Tieren. Anders wäre die Maskerade gar nicht möglich. Und die Rechnung geht auf. Hunderte besuchen die Menagerie Continental, die Tierschau der Familie Krone. Auch hier zeigt Karl sein Händchen für Tiere. Als Dompteur Charles führt er Löwen im Raubtierwagen vor. Er macht es ganz sanft, ohne Stock und Peitsche, schreibt begeistert eine Zeitung. Karl Krone weiß, was er kann. Und schon damals träumt er von einem eigenen Zirkus. Heute, drei Generationen später, fasst das Krone-Zelt 5000 Zuschauer. Die einen scheinen die Ruhe selbst, andere richten Masten und Stützen auf, als wäre es ein Mannschaftssport. Reiche Vorräte im Tiefkühlwagen. Martin Lacey macht daraus Frühstück. Der Tierlehrer aus England nimmt nur bestes Fleisch. Für seine Löwenfrauen. Und über 5 Kilo sollten es schon sein. Das schönste Zelt auf dem Gelände. Ohne Masten und ein massives Parkett. Das kann nur für die Wappentiere des Zirkus sein. Ein flauschiges Lama-Baby und andere Exoten zum Anfassen. Zirkus Krone mit Tieren und Artisten. Letztes Warmlaufen vor der Vorstellung. Bristol Simba Krone. Direktorin und Eigentümerin des größten Zirkus Europas, Enkeltochter von Karl, Christel Sembach-Krone. Und auch die zukünftige Direktorin steht fest, die junge Jana Mandana. Wenn Jana ihre Dickhäuter in die Manege führt, will sie aufräumen mit dem klassischen Bild der trägen Kolosse. Die Zuschauer sollen das Temperament der Riesen erleben. Elefanten lernen gern, vor allem bei Jana. Sie spüren ihre Zuneigung und natürliche Autorität. Doch bei allem Lerneifer, was jetzt geschieht, wäre nicht möglich ohne blindes Vertrauen. Starke Frauen prägen die Krone-Dynastie. Seit nunmehr 100 Jahren. Im Mai 1905 lädt Karl Krone in den Cirque Charles, seinen neu gegründeten Zirkus. Gleich die Premiere ein Riesenerfolg. Karl selbst brilliert mit seinem Löwen Pascha als Kunstreiter. Ein Bravourstück der Dressur. Auch wenn es im Originalfoto nicht ganz so dramatisch wirkt. Das
Vor allem aber Miss Charles sorgt für Aufsehen. Die kühnste Löwenbändigerin der Gegenwart. Karls Ehefrau, Ida Krone. Mit 24 Berberlöwen. Eine Sensation. Neue Attraktionen kommen hinzu. Das Unternehmen wächst. Dank der ungewöhnlichen Begabung von Karl und Ida. Sie investieren in modernste Technik. Es geht mächtig voran mit Zirkus Charles. Dann der Erste Weltkrieg. Cirque Charles klingt jetzt allzu ausländisch. Keine Fremdworte und Französeleien mehr, verkündet der Aufkleber. Der Zirkus wird in Krone umgetauft. Der Stellungskrieg an der Front zieht sich hin. Es fehlt an Rohstoffen und Lebensmitteln, auch zu Hause. Die Zirkusse sollen aushelfen. Elefanten werden rekrutiert. 60 Krone-Pferde müssen zum Schlachter. Die Bevölkerung hungert. Für Karl und Ida ein trauriger Verlust. Bis heute haben die Krones ein besonderes Verhältnis zu ihren Pferden. Christel Sembach-Krone möchte ohne sie nicht leben. Dressur und Probenarbeit sind ihre unantastbaren Termine. Ich bin mit Pferden groß geworden und es ist meine Arbeit, aber auch mein Hobby. Ich liebe Pferde und das gehört einfach zum Zirkus, wie alle anderen Tiere eigentlich auch. Es gibt keinen richtigen Zirkus ohne Tiere und es wird auch hoffentlich immer weiter so sein. Zurück in die Zeit des Ersten Weltkriegs, als Pferde Geschütze und Wagen schleppten oder schlicht der Ernährung dienten. Mit Ende des Krieges bricht das Kaiserreich zusammen. Schießereien und Unruhen in München. Arbeiter und Soldaten rufen eine Räterepublik aus. Politische Morde und Chaos. Kein gutes Umfeld für einen Zirkus. Karl Krone glaubt dennoch an die Zukunft und eröffnet 1919 einen festen Zirkusbau. Vor allem eine Pferdenummer brachte die Münchner aus dem Häuschen. Puppchen, du bist mein Augenstern. Während draußen die Militärs marschieren, schreitet Puppchen taktgenau durch die Manege. Jana führt es vor. So könnte es gewesen sein. Puppchen macht die wirren Zeiten vergessen. Und auch auf den Straßen beruhigt sich die Lage. Puppchen und der Kronebau zahlen sich aus. Doch das Geld frisst sich selber auf. Geldsäcke ohne Wert. Deutschland taumelt in die Inflation. Papiergeld ist weniger wert als Papier. Ein Milliardenschein von heute reicht morgen kaum für ein Brötchen. Karl Krone nutzt die Vorteile eines mobilen Unternehmens. Er zieht über die Alpen, um der Inflation zu entkommen. Plant eine Tournee durch Italien. Erste Station ist Verona, die Romeo- und Julia-Stadt in Norditalien. Wie würden die Italiener einen deutschen Zirkus aufnehmen, so kurz nach dem Krieg? Sich selber. Vorsichtshalber kündigt er sein Programm unter Zirkus Charles an. Direttore Carlo Krone. Es nützt nichts. Keine Nachfrage an den Kassen. Die Erinnerung an den Krieg ist noch zu lebendig. Das Zelt bleibt so gut wie leer.
Wattene, hau ab, meinen die Veroneser. Und das meinen noch Kronas Berater. Doch Karl ist beharrlich, um nicht zu sagen stur. Er verkündet, der Erlös der ersten 5 Vorstellungen gehe an italienische Kriegsweisen. Und das ändert alles. Zu Tausenden kommen sie und jubeln, wenn Direttore Carlo seine Elefanten aufmarschieren lässt. Die Tournee gerät zum Triumphzug durch Italien. Ida wird mit Kränzen und Blumen geehrt. Karl sogar mit dem militärischen Orden eines Kommandatore. Und die Einnahmen übertreffen alle Erwartungen. Sicher auch, weil die Kassenwagen etwas schräg gestellt waren. Alter Zirkusbrauch, der heute noch peinlich genau eingehalten wird. Die Kassentheke muss leicht nach innen geneigt sein, damit das Geld in den Zirkus fließt. So wie in den 20er Jahren. Karl Krone, standesgemäß als Direktor und Eigentümer eines Zirkus-Großunternehmens. Doch der Größe scheint keine Grenze gesetzt. Ein neues Krone-Zelt, fast 10.000 Zuschauer, lockt mit einer riesigen, prunkvollen Fassade. Im Innern 3 Manegen, jede mit einem anderen Programm. Eine gigantische Show, die man sich heute kaum mehr vorstellen kann. Aber es gibt Augenzeugen. Pfarrer Martin Schaaf, 94 und Zirkusfan. Selbst seine Frau habe er aus der Manege weggeheiratet. Der Krone von damals bringt ihn heute noch ins Schwärmen. Und nun steht man das erste Mal vor diesem Riesenkomplex Krone. Also es war für mich eine neue Welt, eine verwirrende Welt. Dass Zirkus so sein konnte, habe ich nie glauben können. Es waren ungefähr 100 Nummern, die abliefen an einem Abend. 100 Nummern. Man stelle sich das vor und wirklich von diesen Nummern waren fast alles Leute. Ich könnte von jedem ihm wahrscheinlich einen Roman erzählen, die wirklich weltbekannt waren. Die Manegen konnten zu einer ovalen Rennbahn zusammengelegt werden. Römische Wagenrennen als inszeniertes Spektakel. Rasante Überholmanöver. Manchmal zu rasant. Dann die Lieblingstiere des Direktors. Das große Ereignis war aber natürlich, wenn Karl Krone selber nun mit seinen Elefanten arbeitet. Dann wurden die Manegen geöffnet, sodass die große Rennbahn da war. Naja, und da hat man ja einfach gestaunt.